Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Leute, 17 Stunden, so viel haben wir nicht aufgenommen, aber 17 Stunden bin ich schon wieder dran. Und wir haben ein halbes Jahr gewartet. Das will ich ändern, aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mit dem Spiel an. Ich habe viele Themen mit euch zu bereden, aber wir möchten ja weitermachen. Durch das heldenhafte Handeln von Silver und Andreas wurde die Zerstörung der Zeit verhindert. Frieden kehrte zurück in die Welt der Pokémon. Natürlich stellt sich die Normalität nicht von heute auf morgen ein. An manchen Orten war die Zeit immer noch außer Kontrolle. Aber überall besserte sich die Situation. Silver und Andreas kehrten zur Knuddelluftgilde zurück und fielen zurück in die tägliche Routine ihres knallharten Trainings. Eines Morgens, einen Monat später. Was? Abschlussprüfung? So ist es. Die Abschlussprüfung der Gilde. Wenn ihr die Abschlussprüfung besteht, könnt ihr die Gilde verlassen. Ihr seid dann auch das stressige, ja, und das strenge tägliche Trainingsprogramm los. Selbstverständlich hängt alles davon ab, ob ihr die Abschlussprüfung besteht. Hey, 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 Plauderguy! Hey, wir sind schon viel länger dabei als diese beiden, aber warum dürfen die ihre Abschlussprüfung schon machen? Sie haben sich oft genug als würdig erwiesen. Und immerhin haben Silver und Andreas die Welt gerettet. Sie haben sich selbstverständlich das Recht erworben, geprüft zu werden. Und so läuft das ab. Wir werden euch bald die Prüfung abnehmen. Ich erwarte, dass ihr vorbereitet seid. Kakilo hat letztes Jahr die Abschlussprüfung gemacht. Und er ist glatt durchgefallen. Lasst mich in Ruhe. Also, was müssen wir für die Abschlussprüfung tun? Ich möchte, dass ihr in die Tiefen eines Gehölzes namens Verwirrwald erkundet. Ihr solltet dort auch einen Ort vorfinden, der Glitzerquelle genannt wird. Glitzerquelle? Ja. Dort ging einst Pokémon hin, um sich zu entwickeln. Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Im Moment kann sich dort nichts entwickeln. Wir möchten, dass ihr zur Glitzerquelle reist und mit ihrem Schatz zurückkehrt. Wenn ihr diesen Schatz zur Gilde zurückgebracht habt, habt ihr die Abschlussprüfung bestanden. Ihr werdet dann als voll ausgebildetes Erkundungsteam anerkannt. Ihr geht mit vollen Ehren von dieser Gilde ab. Okay, wir müssen den Schatz zurückbringen. Das machen wir, Silver. Aber passt auf die eine Sache auf. Es gibt dort einen fürchterlich starken Gegner. Der Großmeister allen Übels lebt dort. Der Großmeister allen Übels? Genau. Der Großmeister ist schrecklich durchtrieben. Seine Gegenwart ist so entsetzlich, dass niemand sie wirklich erleben möchte. Und dann mal viel Glück. Wie was? Das reicht für die morgendliche Unterweisung. Alles klar, Leute. Gehen wir an die Arbeit. Jawohl. Okay, lass uns einfach mal im Regen stehen. Was machen wir bloß? Der Großmeister allen Übels. Hey, Krakelo. Krakelo, du hast doch letztes Jahr die Abschlussprüfung gemacht, oder nicht? Da gibt es etwas, was ich gerne wissen möchte. Kannst du uns erzählen, was dieser Großmeister für ein Typ ist? Tut mir leid, aber das darf ich nicht sagen. Das ist Genregel. Ich darf nicht darüber sprechen, aber ich kann euch Folgendes sagen. Euch erwartet eine schauderhafte, schreckliche Zeit, was ich alles mitgemacht habe. So, okay, jetzt halt die Erinnerung mich einholen. Uff, Kakelo hat uns nichts Nützliches erzählt. Wir bereiten uns am besten allein auf die Prüfung vor. Gehen wir nach Schatzstadt. Ja, und bereiten uns vor. Ja, Leute. Wie schon gesagt, es war nur das Halbfinale. Es war zwar das Ende der Story im letzten Part, aber das Let's Play geht weiter und ja, mit neuen Quests und ich sag's euch, Leute, dies... Belebersam. Was? Ja, auf jeden Fall. Belebersam sind geile Sachen, Leute. Ja, das Let's Play geht weiter und es wird, keine Ahnung, vielleicht die Afterstory ist, glaube ich, fast so lang wie die eigentliche Story. Nur das ist jetzt ohne zu übertreiben. Vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist wirklich viel. Das weiß ich noch. Vor allem was die Dungeon-Größe angeht. Schließlich sind die Dungeons ja alle noch größer als die, die wir schon gehabt haben. Wobei der Zeitturm ist natürlich ein riesiger Dungeon gewesen, aber davon mal abgesehen. Und ja, es fängt an, dass wir die Gilden-Abschlussprüfung machen können. Aber das Wichtigste ist erstmal... Oh, Andreas, hi. Hey, Teddy, Ursa und Ursarin, geht ihr zwei weg? Jawohl, wir sind auf dem Weg zum Verwirrwald. Was, der Verwirrwald? Ist das da nicht gefährlich? Habt ihr nicht gehört? Der Großmeister allen Übels soll sich da aufhalten. Der Großmeister allen Übels? Von sowas habe ich noch nie gehört. Und ihr glaubt nicht, dass ihr euch irrt? Wir gehen häufig in den Verwirrwald spielen. Wir haben noch nie von den Großmeister gehört, geschweige denn ihn gesehen. Ihr müsst irgendein Gerücht erlegen sein oder so. Gehen wir. Tschüss. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Das klingt überhaupt nicht nach das, was Knuddelhoff gesagt hat. Nicht, dass sich irgendwas daran ändern könnte. Dann machen wir uns fertig und dann... zum Verwirrwald zu begehen. Ja, Leute, das Let's Play hat damit geendet und ich wollte mich auf jeden Fall für eure Unterstützung bedanken.
Ihr seid, glaube ich, gerade die Musik ausgesetzt. Keine Ahnung. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall für eure Unterstützung bedanken. Scheiß Skype. Ich sollte mich auf beschäftigt stellen. Ganz vergessen. Beziehungsweise, ja, YOLO. Tut mir leid, Leute. Ja, ich wollte mich bedanken. Die Resonanz war im letzten Part größer, auch weil es vielleicht sehr viel geteilt hat. Aber das Let's Play ist einfach großartig und ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Ich glaube, es waren irgendwie was mit 25 Daumen und 200 Aufrufen. Das ist für Let's Plays, vor allem in meiner Unregelmäßigkeit, sehr gut. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken. Danke für eure netten Kommentare. Ich freue mich, dass ich euch unterhalten kann. Ich mag Let's Playen sehr. Mit Let's Playen wird niemals so viel Aufmerksamkeit wie die Wi-Fi-Battles kriegen. Aber Let's Playen ist einfach ein Faktor, der mir einfach fast schon viel mehr Spaß macht als die Wi-Fi-Battles. Muss man einfach so sagen. Und yeah, Belieber sagen. Und wie er mich anschreit. Ja, ich verkaufe dir gleich irgendwie einen Schrott. Ich verkaufe dir Fliop. Ja, bitteschön. Ja, Belieber sagen, gönne ich mir doch jetzt. Ich möchte gleich 100 Stück kaufen. Bitte gib sie mir. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall für eure Unterstützung bedanken. Und wie schon gesagt, das Let's Play ist nicht vorbei. Es war das Halbfinale. Das Finale dauert noch bestimmt bis über Fahrt 50, kann ich euch safe so sagen. Und ich werde jetzt auch eine Weile aufnehmen. Heißt, dieser Part wird nicht... Oder schon... Na, ich mache doch die Parts. Ich überlege immer, ob ich im Massen aufnehme. Also hintereinander. Und nicht mehr den Part beende. Und oh fuck, ich muss niesen, Jungs. Jungs, wir sind in einer kritischen Situation, an der ich niesen muss. Okay, ich muss doch nicht niesen. Oder doch? Moment. Moment. Ja. Danke für eure Gesundheit wünschen. Bidi? Kann ich was lagern? Wie viel kann ich denn noch lagern? Ah, nicht alles. Okay. Dann lagere ich mal das, was ich nicht verkaufe, was ich verkaufen will. Auf jeden Fall. Ja. Ich will noch ein Stück aufnehmen, dann ist das Rendern viel, 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 viel schwerer. Das ist das Problem. Sonst würde ich einen ganzen riesigen Part aufnehmen, die einzelne Teile cutten, aber es ist dann auch wieder so viel Arbeit. Deswegen, YOLO MOLO, nehme ich halt wieder mehrere Parts hintereinander auf. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich heute aufnehme. Bisschen was schon, bestimmt 3-4 Parts. Und ja, ich sollte nicht so viel reden, beziehungsweise das ist ein Let's Play, da soll ich schon viel reden, aber... ich sollte Items einlagern. Ja, Sinnelbeeren und Belebersamen. Zack, zack. Ja, wie geht's euch? Danke, dass ihr übrigens noch das Let's Play schaut, wollte ich nur gesagt haben. Ja, das Kangama-Lager geht mir auf den Sack. Ich habe Mystery Dungeon Portale für die Unendlichkeit angespielt. Und Leute, das Spiel ist nicht schlecht. Das hat neue interessante Erneuerungen. Aber, verdammt nochmal, die Schrift. Die ist so langsam, Alter. Da kriege ich zweimal AIDS und einmal Krebs, Leute. Das geht gar nicht. Das ist so langsam. Das macht, da kommt überhaupt kein Spielfluss rein. Wow, habe ich viele Sinnelbeeren. Das ist richtig schwul. Wirklich, das ist nichts gegen schwul, aber ihr kennt doch, ihr sagt ja auch nicht schwul, wenn ihr irgendwelche Leute schwul findet und deswegen beleidigen wollt. Nein, ihr sagt einfach, das ist schwul, das ist gay, das ist blöd. Das meine ich so in der Art. Also bitte keine Schwulen, die sich jetzt angegriffen fühlen und mir Drohnachrichten schreiben. Ich liebe euch alle, wirklich. Ja, das hoffe ich, hoffe, das macht euch jetzt an. Ja. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, Let's Play geht weiter. Ich habe ein bisschen Schnupfen, aber jetzt ist es wieder weg, also deswegen, ja, habe ich jetzt auch gerade genießt, so. Wieso verkaufe ich die Bänder nicht? Bin ich irgendwie blöd? Ja, bin ich, ja, tut mir leid. Ja, ich glaube, diesen Part wird ein bisschen geredet, glaube ich, weil viel, also wir werden auf jeden Fall nicht viel mehr so viel erreichen. Wir müssen hier ein paar organisatorische Sachen erledigen. Wir waren im Great Land of Land und ja, da müssen wir Sachen verkaufen. Also hier Spiralband, behauptet Spezialangriff und, ich gebe mal Info her. Oh, das ist... Ah, okay. Gut. Könnte ich eigentlich sogar eins behalten. Genau. Der Markung. Okay, eins möchte ich dann trotzdem mal behalten. Also trotzdem mal behalten. Hä, habe ich nicht mehr Bänder? Okay, gut, dann war es ja auch schon. Ja, ich möchte halt immer alles einlagern. Ich mache einen kurzen Cut, bis ich fertig bin. Das möchte ich nämlich euch noch erklären, wie ich das machen will. Jo Leute, die Sachen habe ich verkauft, habe ein bisschen Cash zusammengekriegt, ich glaube noch 2000 knapp. Und ja, jetzt labern die mir wieder voll in diesen Café, weil immer wenn ich was Neues entdecke, dann kriege ich ja neue Sachen. Und diesmal neue Wiederverwertungs-Items, interessant, okay. Schön zu wissen. Und ja, dann machen wir mal weiter. Ja, kriege ich jetzt Gold-Tickets, wäre interessant zu wissen. Ups, ja, ich sollte natürlich nicht auf B drücken. Machen wir mal Wiederverwerten hier. Schauen wir mal, was ich so gekriegt habe. Jetzt weiß ich es wieder. Ja! Ja! Belebersamen, love you! Love you!
Ach ja, genau, das war's ja. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Ja, und wie schon gesagt, ich bringe mal ein bisschen mehr Humor bei den Videos, also wirklich mehr als früher. Hm. Mehr ist vielleicht manchmal weniger. Oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, einmal wiederverwertet haben wir es. So, dann gehen wir jetzt nochmal ins Lager, bereiten uns vor auf die große Quest beim Gildenmeister. Und ja, was ich euch erzählen wollte, ich habe auf jeden Fall Portal in die Unendlichkeit gespielt. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber ich möchte es irgendwie nächste Zeit durchspielen. Oder ich schaue mir ein Display an, damit ich das Spiel aufgeholt habe, weil bald kommt ja anscheinend... kannst du bitte alles lagern? Danke dir. Kommt ja Pokémon Mystery Dungeon, Super Mystery Dungeon raus. Also wirklich so ein richtiges XXL-Ding. Und damit, ich denke, das wird ungefähr die Engine, beziehungsweise das Spielsystem, leicht übernehmen. Nice, EP. Ja, aber ich gebe trotzdem Kraftband, weil ich möchte nicht, dass alles überlevelt ist oder so. Ja, das wird die in der Engine höchstwahrscheinlich übernehmen, auch wenn sie jetzt mir nicht so taugt. Ich gewöhne mich wahrscheinlich dran oder schaue mir das Let's Play an, weil das werde ich auf jeden Fall spielen. Vielleicht auch Let's Play, wer weiß. Ja, das möchte ich auf jeden Fall umsetzen. Und deswegen möchte ich mich da reinfuchsen in das Spiel und das gespielt haben, weil ich bin ja Mystery Dungeon Fanboy, wie ihr seht, und spiele das hier den ganzen Tag. Also gut, den ganzen Tag nicht, aber als ich früher Zeit habe, das den ganzen Tag zu spielen und ich sollte Sinnelbär mitnehmen, habe ich das den ganzen Tag gespielt. Ja, und was ich noch geschaut habe, Streich soll eine gute TM sein. Ich schaue mir das jetzt mal kurz an. Moment, Leute. Dreistreich. Wo ist denn das? Ah. Ups. YOLO MOLO? So, hier Info. Was ist denn das? Fügt den Gegner drauf drei Felder vor und fügt den Gegner auf den drei Feldern vor dem und dem diagonal zum Ende. Okay, lol. Kann er lernen? Okay. Dann hau mal die Infos her. Lol. Sieht stark aus und hat eine gute Trefferquote. Machen wir mal nehmen. Und bring's mal mir bei. Weil ich hab's jetzt zweimal. Und im Notfall, ich habe noch einen Vakuumhieb. Dann kann ich es auch wieder verlieren. So, ja, ja, ja. Welche Attacke benutze ich denn nicht? Biss benutze ich eigentlich oft. Dreischrecher 10, okay, Fokuspass benutze ich. Vakuum benutze ich gar nicht so oft. Das brauche ich nur Monsterräume und da macht es mir eigentlich viel zu wenig Schaden. Und wenn es jetzt nicht so gut ist, ich habe noch eine Vakuum Heap TM da. Und ich habe einfach irgendwo gelesen, dass Dreischreich eine gute TM sein soll. Deswegen benutzen wir die mal. Genutzte TM. Ja, das homophobe Schlecken und meine Güte, Sinnelbeeren holen. Meine Fresse, hol dir Sinnelbeeren, du Blödmann. Also Silber, nicht ihr. Jungs. Ja, wir verquatschen den ganzen Part, aber YOLO MOLO. Nein, ich möchte nicht lagern. Seht ihr, deswegen dauert das Ganze so lange, weil ich ein Idiot bin. Äpfel habe ich genug? Sinnelbeeren habe ich mir mitgenommen? Die Frage ist, ob ich mir Top Elixier mitgenommen habe. Ich glaube nicht. Ja, ich schaue jetzt gleich nochmal in meinen Beutel. Ja, das ist das Langweilige an Kangama. Ups, das habe ich gespeedet. Aus Versehen, verstehst du? Ja. Ich habe alles dabei, jetzt brauche ich nur noch mein Hellblauband, da bin ich fertig. Meine Güte, ich brauche so, weil ich habe das Spiel jetzt auch wieder ein paar Tage nicht gespielt oder sogar eine Woche, zwei Wochen. Ich habe die 8 Parts, ja, es waren 8 Parts, die eine Session, wo ich in der Salzwasserhöhle war, nach einem Monat nichts an Mystery Dungeon aufgenommen habe. Bis jetzt, beziehungsweise bis zum letzten Part des Finale, habe ich nichts gemacht im Mystery Dungeon. Außer halt eure Kommentare gelesen, oder halt mir das letzte, also das ganze Zeug hochgeladen, Grenner, dies, das, Ananas. Ja, deswegen, das habe ich gemacht, aber sonst nichts groß. Ja, und jetzt werden wir speichern gehen. Mann, ich sollte mir das Speednap geben, das ist wie so eine Sucht, die man dann einfach macht, das möchte ich nicht. Speichern wir einfach mal. Und ich würde sagen, wir begeben uns mal in den Glitzerwald. Oder Verwirrwald, okay. Ich denke, wir werden ihn vielleicht ganz fertig schaffen, ich weiß gar nicht, wie viel E's hat. Und ja, Leute, genau, was ich euch sagen wollte, dass ich kurz pausiert habe. Oh. Jetzt erstmal, passiert was? Das ist der Eingang zum Verwirrwald. Ich weiß nicht, was wir hier drin zu Gesicht bekommen werden, aber das ist unsere Mission. Im tiefsten des Waldes vordringen und den Schatz zurückbringen. Das ist unsere Abschlussprüfung. Lass uns die Prüfung bestehen und somit die Gilde mit den Abschluss in der Tasche verlassen zu können. Lass uns nicht verpatzen, Silver. Ja, ich werde öfter Cuts reinhauen, wenn ich nur einen Dungeon mache, weil manche Dungeons muss man doppelt machen und so weiter. Das ist einfach eine Afterstory inbegriffen, weil auch viel Filler ist. Also wirklich nicht so viel zu Story. Da erinnere ich mich an eine Sache, wo ich zum Beispiel den Dungeon sehr oft machen muss. Und das möchte ich euch dann in der Hinsicht nicht antun, beziehungsweise mir nicht antun. Ups, das habe ich Biss eingesetzt statt einer anderen Attacke und du kommst mir nicht davon. Ja, jetzt muss ich mich wieder an das Mystery Dungeon Prinzip hier auf diesem Spiel gewöhnen, weil auf dem Portal in die Endlichkeit ist es anders. Also wenn ein paar Cuts drin sind, die erkündige ich natürlich meistens, sollte ich sie davor ankündigen und Bieterknosp. What the fuck?
So, jetzt machen wir mal 3 Streich. Jetzt hauen wir mal raus. Hier, kommen wir mal 3 Streich. Hä? Okay, Schaden hat's gut gemacht. Mach mal Biss jetzt, danke dir. So. Ich mache echt viel Schaden, habt ihr es gerade gemerkt. Und noch ein Kraftband. Gehen wir uns mal hier vor und gehen weiter. Ja. 3 Streich, ich weiß nicht, ob ich es habe. Die Attacke schlug gerade fehl, ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau wirkt. Finde ich vielleicht noch raus und jetzt bin ich ein bisschen... So. Hups. Ja, machen wir mal Fokus, Bass. Und Skuntank, endlich kann ich mich rächen, du Bastard. Du hast mir so oft Scheiße angetan. Boah. Ja, das ist ein Problem, aber solche Pokémon werden auf jeden Fall noch öfter auftreten und ich glaube, ich sollte keinen Focus Blaster an den Zerpeise oder Zerputzi? Zerpurze, genau, Zerputzi, ich weiß nicht, wusste nicht mehr, wie das heißt, verschwinden, das war ein bisschen suboptimal. Oh, ich hasse diese, Leute, diese Falle ist fast das Schlimmste. Die schlimmste Falle ist die Slime-Kost-Falle. Wenn ihr da reintretet, ist einfach instant irgendwas in euren Item, nichts, irgendwas in eurer Box nicht mehr gebrauchbar. Das ist wirklich ätzend, wirklich elendgammelige Scheiße ist das, ja. Jetzt müssen wir uns nach rechts begeben oder wir besiegen ein paar Gegner, kriegen dafür aber da unten Items und die holen wir uns natürlich. Oh, ich sollte mich hier oben um den kümmern. Ich hoffe, der Andreas schafft sich da oben. Ja, Flammenwurf. So, Flinksam. Kann man natürlich auch mal gebrauchen in so einem Bosskampf. Ja, ich hoffe, dass ich hasse diese Fähigkeit. Die macht nämlich immer die Hälfte Schaden. Das ist schon ein bisschen krass. So. Stirb, der wird eh gewonnen-hittet, seht ihr, da hätte ich jetzt kein Ding verbrauchen müssen. Ja, ich habe ein bisschen den Faden verloren, ich hoffe, ihr habt jetzt nichts vergessen zu sagen. Und hallo Thomas. Machen wir Flammenrad, genau, kill den da oben. So stark sind die Pokémon nicht. Und ja, es werden auf jeden Fall Szenen kommen, wo es ein bisschen langatmig wird und wo einfach Cutten besser ist. Weil, erstens kann ich euch gut unterhalten, das weiß ich, kann lange labern und so. Aber irgendwann ist es halt einfach... Was?! Zum Fick, wie viel KP hatte dieses Lorblatt? Ich dachte, es stirbt jetzt einfach. Okay, selber schuld. Gut, dass der Folge mich gerettet hat. Der Folge, der Andreas, wie auch immer. Ich heile zum Beispiel ein bisschen Schwundsam. Ich glaube, Schwundsam ist was man gebrauchen kann. Komm mal jetzt zurück und friss mal einen Biss. Ich hoffe, der greift nicht mich an. Doch, er greift mich an. Verreck am Biss. Und das ist nicht der Schwundsam. Ist das ein Belebersam? Nee, Chaosam. Okay, ihr seht auf jeden Fall, es tauchen noch neue Attacken auf. Alles. Zwei richtig gammlige Treppen. Fallen sind Treppen, sag ich schon. Richtig gammlige Fallen. Und dann Schmutzsam aufgehoben. Dann möchte ich mir dann gleich durchlesen, was der kann. Friss das. Ja. Das war jetzt wirklich ätzend. Um an den Fallen vorbeizugehen, das ist immer gemein gestellt. Weil um den Fallen vorbeizugehen, musst du natürlich so ein bisschen querlaufen. Ne? Ja, das ist das Problem. Egal. Ja, ich verbiere ein bisschen den Faden, weil ich so viel auf einmal sagen wollte. Hätte mir eine Liste schreiben sollen, aber ich bin nicht so der Typ Skript. Ich hasse Skriptschreiben, dies, das. Ja. Genau, was im Vergleich zu diesem Spiel und Portal in die Unendlichkeit ist, also für die Leute, die Portal in die Unendlichkeit überhaupt nichts damit anfangen können, das ist ein Teil danach, also ein weiterer Teil der Mystery Dungeon Reihe. Also schande über mich, dass ich als ein riesiger Fanboy, wieso treffen alle nicht, meine Güte, dieser Reihe, das nicht gespielt habe, ist auf jeden Fall ein Nachfahre der Reihe und ist 2013 erschienen für ein 3DS, genau. Zuneige, okay. Kann man sich angucken und ich möchte es halt auf jeden Fall spielen. Und das ist halt noch nicht so mein Feeling, aber schauen wir mal, wie ich da reinkomme. Auf jeden Fall sind hier viele Samen, Samen gesagt. Ja, und auf jeden Fall, was ich erwähnen wollte, von Anfang an geht es da übelst powerlos. Also diese Dungeons hier sind klein im Vergleich zu den ersten Dungeon aus Mystery Dungeon Portal Unendlichkeit. Die haben die Schwierigkeitsstufe echt erhöht. Du kriegst echt krassen Schaden und das von sau vielen Pokémon. Da tauchen echt schon krasse viele Pokémon auf am Anfang. Das ist ein bisschen krass. Ganz ehrlich. Okay, jetzt kannst du dich auch selber darum kümmern, wenn du angreifst. Ganz ehrlich. Lass mich in Ruhe. Also, Vollregel. Ja, dann geht's weiter. Ich muss auch gleich nach den Bänden des Parts muss ich mal mein Aufnahmefenster verschieben, sonst kriege ich hier noch eine Genickstarre, Alter. Ich schaue hier richtig komisch drauf. Ah, du Lümmel. Deine Blätter kannst du dir wohl sonst wohin schieben. Nimm das. Ich hoffe, das Ding benutzt den Sogorb nicht oder kann ihn benutzen, aber die Dinger sind ja auch bestimmt schlauer und können dann... Fuck, Igelsam kann ja seine KP regenerieren. Okay, Flammsturm, easy. Wieso hat er nur 59 Schaden gemacht? Das ist das gammligste, die gammligste Falle, die es gibt. Slimecores, das sind nur Äpfel diesmal betroffen anscheinend. Also auf jeden Fall, da kann alles betroffen sein. Das ist richtig gammlig, wenn du deine... Belebersamen betroffen sind und das Schlimmste ist natürlich, wenn du in den Monsterraum kommst. Was
Was mache ich jetzt? Jetzt machen wir mal drei Streich. Komm, was macht das Ding? Yeah, drei Streich ist ja nice. Das trifft alles diagonal vor mir. Sehr nice. Yeah. Läuft bei mir. Easy going. Deswegen ist drei Streich so beliebt wahrscheinlich. Das haut ja alles weg, Alter. Easy. So gehe ich die Monsterräume sogar besser als mit einer Vakuumwelle durch, weil Vakuumwelle keinen Schaden macht, Alter. Easy going, Jungs. So läuft das Geschäft. Machen wir hier nochmal drei Streich. Zack. Zack. Und hätte die Ursache von denen gelegt. Easy. Jetzt muss ich gleich eine Sittelbeere nehmen. Aua, eine Giftwolke. Nicht geil. Ich überlege, ob ich jetzt mich so schief stelle. Geht das hier auch so Streich? Drei Streich? Ja, ich mach's sicher so. So ist sicherer. Ah, ich habe verfehlt, schade. Okay, Flammenrad sollte ihn killen, okay. Nein, es macht viel zu wenig Schaden und jetzt muss ich eine Sinnbeere nehmen. Wenn ich sterbe, bin ich selber schuld. Oh, Synthese, gut. Ja, Heuler, kann mir eigentlich am Arsch vorbeigehen. Ich muss jetzt eine Sinnbeere nehmen. Wovon natürlich eine schon blöd unbrauchbar gemacht wurde. Finde ich nicht so sexy. Ja, machen wir Sternschau. Alter, diese Saftkorn, Alter. Saftkorn hat doch keine Defensive, Alter. Da hast noch nicht mal Härtner eingesetzt, Alter. Meine Güte, es frisst meine Streich, Alter. Die sterben einfach nicht. Oh, bisher Knuss ist down. Also drei Streich ist eine geile Attacke. Haben wir jetzt Matt gekriegt und ich weiß nicht, ob sie beliebt ist. Gut, dass ich sie jetzt austesten konnte. Mit drei nach vorne habe ich nämlich gedacht, dass sie so, ja, drei nach vorne geht. Versteht ihr, was ich meine? Aber das war dann nicht der Fall, habe ich mich verlesen leicht. So, Saftkorn ist jetzt endlich mal down. Jetzt müssen wir nur noch dieses komische... So, jetzt kommen wir her. Ja, jetzt müssen wir noch die Viecher da unten killen. Also Ultragaria nehme ich mir an. Oder auch nicht. Ja. Also, Sheltera sollte mal getroffen werden, jawohl. Und da ist schon, seht ihr, schon wieder so eine Falle. Und noch eine. Das ist doch zu krass in so kleinen Pisserräumen. Zweimal die Falle vor mir, die gleiche Falle. So, und wo ist Rechtsradikal? Dich erwische ich, Junge. Ich hoffe, der Dungeon ist jetzt vorbei. Nö. Okay, schade. Dann heile ich mich zwar hoch und stirb dieser Endivir. Dieser Samen, sag ich schon, Endivir. Der Part wird ein bisschen länger, weil ich nicht mitten im Dungeon aufhören möchte. Du schon wieder, ich hab dein kleines... Oh, schon leer? Dann machen wir mal das hier weiter. Also ich finde es intelligent, wie Folge reagiert. Ja, jetzt habe ich alles über Portal Unendlichkeit gesagt. Das Let's Play geht auf jeden Fall weiter. Mach hier, zack. Töte ihn bitte. Ach komm schon, bitte Folge, mach du den Rest. Fuck, ich brauch KP. Ganz vergessen. Ich kriege auch 10 KP. So, jetzt muss ich aufpassen. Weil ich nicht weiß, ob ein Fokusplatz gewonnen hätte und eine Sinnelbeere kann ich nicht mehr einsetzen. Treff bitte! Okay. Ein Volltreffer. Also er trifft dafür einmal nicht und dafür ist ein Volltreffer. Kann ich mit leben. Geld, zack. Und Liebreis. Liebe. Ja. Ich hoffe, der Dungeon ist auch bald vorbei. Mann, ist ich... Ach komm, benutze doch das Top-Elixier. Ich bin so geizig in manchen Spielen. Also in allen Spielen. Das ist... Genau, das ist mal wieder so ein Thema. Scheiß Giftwolke erstmal. Ich bin sehr, sehr geizig, was E-Tails... Egal, ob ich 500 Meisterbälle habe, ich benutze den einfach nicht. Ist einfach so eine Angewohnheit von mir. Ich mache das nicht gerne. Laut Aussage sind hier Items. Ich sehe aber keine Items. Oder unter uns. Hä? Hä? Die habe ich überhaupt nicht gesehen in Eisendorn. Muss ich mir später eine Aufnahme anschauen. Schaut euch das an, Alter. Diese Fallen. Diese Fallen. Die sind blöd. Greif an. Oh. Ja, eventuell sollte ich mir noch einen Kompass holen, weil so läuft das nicht. Und Alter, muss mich denn hier jede zweite Scheiße vergiften und... Oh, danke dir. Also, finde ich nett von dir, dass du mich so... Hä? Ah, ich bin auch noch verwirrt. Mann, und da kommen 5 Pokémon. Das ist doch nicht normal. Mach mal 3 Streiche und triff ein paar. Okay, man kann es auf jeden Fall quer machen. Schön, das zu wissen. Oh, Mann. Mann! Mann! Ey, das kotzt doch an! Diese Drecksverwirrung! Frick! Mann! Du auch noch. Alter, willst du mich verarschen? Ey! Mann! Das Spiel verarscht mich. Das nimmt mir gerade einfach am ersten Dungeon schon jede Lust, das weiterzuspielen. Heul nicht so rum, Silver. Aber das ist echt gemein. Und Giftdorn, seht ihr? Das ist nicht mal. Das macht doch keinen Spaß.
Genau, und der Schwierigkeitsgrad von Portal in Unendlichkeit ist echt auch nicht leicht. Also das ist echt nicht so easy way, wie man denkt vielleicht. Das ist echt schwer. Und ich dachte, der Dungeon geht auch easy leicht vorbei, weil die Pokémon ja nicht alle wack sind. Außer grüß die Pizza. Ja, aber der ist ganz groß in der Hinsicht. Das groß. So, verreck. Lol. Easy One Hits. Ja, deswegen dauert der Dungeon ja auch ein bisschen. Verreck. Schluckpuck oder Schluckpuck. Ja, Schluckpuck. Schluckpuck. Schluck gerne. Ah, ich glaube, das könnte ich auch so rausnehmen. Da muss ich nicht extra eine Attacke machen. Ah, diese Top-Up hier habe ich ja wieder eine. So, jetzt gehen wir weiter. Ich glaube, 15 E hat er da wahrscheinlich. Und das ist kein Monsterraum. Dafür, dass hier so geile Sachen rumliegen. Oh, Goldgummi. Dann nicht einfach E-Tame. Erst kann ich euch einen Trick zeigen. Also, ihr macht andere. Ne, ihr macht Bohne und macht Essen. Und wählt dann das Andreas aus. Ja. Dann steigt der IQ auch. Nur so ein kleiner Tipp. Falls ihr das Spiel selber spielt, was ich euch rate und was auch viele gemacht haben. Also ich habe es auch gemerkt, langsam, weil ich jetzt die YouTuber so Einfluss, dass Leute wegen mir Spiele spielen oder kaufen. Das ist auch ein, deswegen ist es auch ein positiver Nebeneffekt für die anderen. Bin ich schon da? Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Moment, ich hoffe, ich schreibe jetzt noch was und gehe nicht weiter. Genau, perfekt. Also Leute, was für eine komische Stelle da. Ja, also ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich gerade angesprochen habe, was lustig war und irgendwie cool. YOLO, mir wird es im nächsten Part einfallen. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Mystery Dungeon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert mir gerne das Projekt, wie ihr findet, meine Art als Let's Player. Heute war es ein bisschen random auch. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Part. Und was mag da nur auf den Boden liegen?